Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2. Wir suchen Corinne, da ist sie. Ha, ha, Geliebte, kommen Sie her, bitte. Bitte rennen Sie nicht weg. Hi. So. Erstmal schnacken, aber. Dann geht die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr hoch. Nein, ineffektiv. This is a big shit. Ah. Passt doch. Kaladok. Oh nein. Bogluma. Okay. Ich frage ihn mal. Ich weiß nicht, wie viel ich für sie bezahlen muss. Wahrscheinlich viel zu viel. Ich habe ja noch ein paar Schwerter dabei. Ich kann ihm ein paar Schwerter leihen. Da ist er. Wir saven. Wir haben es ja geschafft. Das ist sehr gut. Also. Very well then. Bitte. Ja. Ja. Muss ich wieder mit ihr reden, oder? Sie waren Montos. Ich habe keine Ahnung, warum das... Also eigentlich spricht man dann mit ihr nochmal und sagt, läuft. Aber irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ja, alles gut. Clake Ban. Ist sie gerade an mir vorbeigerannt, ja? Ist dem so. Ja, fast schon einen wieder zu viel. Sie ist in Gersegos. Gersegos ist da hinten. Okay, gut, vielleicht war sie gerade nach links gelaufen, während ich nach rechts gelaufen bin. Und wir haben uns einfach voll verpasst. So. Epicrotea. Ist aber flott unterwegs. Warte auf mich. Da ist sie doch. So. Ich habe dich, ich habe meine Mitgift bezahlt. Ich hoffe, du kommst jetzt mit. Es geht halt nicht. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Ich kann keine Frau heiraten. Kurzen Moment, ich guck mal nach, was das Problem ist. So, da wäre ich wieder. Ich habe keine Ahnung, woran es liegen kann. Also eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Es gibt noch eine Möglichkeit, hier zu heiraten. Das ist, wirklich über diese Offer zu gehen. Quasi, dass ich mit einem der Chefs rede. Das wäre ja bei ihr... Kaladok, der ist in Seordas gerade. Und ihn dann halt quasi frage, hey, wir haben da noch jemanden und könntest du nicht und wir könnten doch. Da ist er doch. Weiß nicht, ob das geht. Deswegen ist es mir ein Rätsel. My own hand, Corinne, very good. So. Geld sollte keine Rolle spielen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, so geht das. Kaladok und wir sind Friends. Das heißt, ich habe Corinne in Marunat heute. Es ist mega weirdo. Arthur married Corinne. Okay. Ist ein schöner Name übrigens. Corinne. Dann gehen wir nach Marunat, holen sie ab und dann, ja. Ja gut, der ist jetzt stinkereich, ne?
Also, so ist das halt. Ja, meine Güte. Ja, Mitgift war groß genug. Er hat kein Problem gehabt. Er hat sogar zweimal Mitgift bekommen. Der andere hat ja noch mehr bekommen. Ich meine, mich bockt das letztendlich nicht, weil... Also, ich krieg das Geld, ja. Aber, Was ist denn Corinne? Ist sie hier? Nein. Was ist sie denn? Ein Baronat. Corinne! Bin ich deppert? Nochmal 100, oder? Okay. Vielleicht können wir ja hier noch go to the keep. Vielleicht können wir ja mit ihm nochmal schnacken. Rennt sie hier mit einer Truppe rum oder so? Kann ja sein, ne? Ne, nur wir. Ah, jetzt ist sie in Carbanthev. Okay, gut, vielleicht... Ah, warte mal. Hier, Kaladok. Vielleicht sprechen wir nochmal mit dem und verheiraten unseren Bruder. Der Hand of Njassen. Besag. Okay. Very good. Was machen wir denn da? Kollege, wir verheiraten uns komplett mit euch. Sehr schön. Dann haben wir Njassen, Berg. Besag heißt sie ja. Sehr schön. Und. Da haben wir fünf Leute. Vier Leute. Nee, ja, vier Leute dabei. Mit uns fünf. Habe ich richtig gezählt. Ich bin irgendwie heute zu schnell im Kopf. Ich glaube, ich brauche einen Kaffee, Alter. Nö. Da ist sie. Corinne. Njassen. Das ist doch das Entscheidende, dass wir... Und sie ist in Uttelheim. Wir sollen doch als Familie gemeinsam kämpfen. So. Schneller, dann hauen wir zwei von denen raus. Okay. Sehr schön. Und dann rüsten wir sie aus und dann gucken wir mal, dass wir sie alle nacheinander hochleveln. Es ist hier wirklich die Familie, die hier versucht, die ganze Welt zu erobern. Und verbündet es mit den Bataniern bis zum geht nicht mehr. Diesmal keine Kriege begonnen, nichts. Vielleicht schließen wir uns ja den Bataniern so ein bisschen an, ne? Unterstützen ihn ein bisschen im Krieg. Würde ja gehen. Besag. So. Also haben wir jetzt ein paar Leute. Wir müssen natürlich ein bisschen auf sie aufpassen. Und wir müssen sie alle ein bisschen aufbessern. Weil unser Clan ist jetzt im Moment so staying in Carbanthev, ne? Das sind Kinder. Das ist die neue Mutter quasi. Das ist die Frau von ihm. Und wir haben noch Martha. Martha ist wahrscheinlich die, die uns noch mitunter am meisten beschäftigen wird. Und mit uns am meisten rennen wird. So. Sie ist ja aufgebessert. Sie braucht nichts mehr. Boah, sie hat ein Decorated Broadsword. Kann man ihr was Gutes tun? Das sieht furchtbar aus bei ihr. Der Wolfshelm sieht halt schon mega gut aus. Also sie sollte sich halt wirklich gut ausrüsten. Das ist schon mal richtig heftig. Handschuhe wären nicht schlecht für sie.
Fur Boots. Gut, das ist jetzt natürlich, fällt komplett raus, aber irgendwie passt das dann doch wieder. Unser Bruder, komplett, der hat nichts. Der muss alles neu bekommen. Heavy Pauldrons. Das hier, Scale Boots. Der hat sogar nur eine eklige Nagelkeule. Alter, Vater. Ich schmiede dem noch ein Schwert. Aber ein Schild soll er schon mal haben. Und Pferde brauchen wir hier nicht. Ich habe nur ein Pferd, damit ich mich schneller bewegen kann, mehr nicht. Und sie hat ja eigentlich auch schon gefühlt alles. Alter, die ist ja richtig heftig ausgerüstet. Was ist denn mit der falsch? Die hat Arrows, die hat nur Arrows. Die hat aber Noble Longbow. Also sie Piercing Arrows bekommen. So, ich zahle nicht mehr so viel. So. Jetzt gucken wir mal in die Charakter. Ja gut, wir sind ja schon Stufe 16. Sie hier, alles gut. Er hier. One-handed, two-handed. Hätte ich ihm jetzt einen von meinen geben können. Polearm, dann kriegt sie ein Einhandschwert, Corinne, noch dazu. Wenn sie keins hat, müssen wir gleich gucken. Und sie hier, ja, sie ist halt so das Nesthäkchen, ne? Sie kann mit ihrem Rumphalia umgehen. Müssen wir mal schauen. Sie hat einen Bogen und ein Rumphalia, das braucht sie nicht. Er bekommt ein Einhandschwert. Sie hat beides, das ist okay. Sie hat nur das hier, okay. Wir müssen, glaube ich, nichts traden. Ich glaube, wir haben alles beisammen. Für ein gutes Schwert. Naja. Ich sollte kurz warten. Wobei ich mir überlegen kann, das Rumphalia vielleicht gar nicht mal zu verdönsen. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Tamaskenstall, ja, ich muss den jetzt erstmal so ein Schwert machen. Bis wir wieder Tamaskenstall haben. Sollte zweihändig zu führen sein. Ist ein bisschen angenehmer. So. Das ist besser. Das ist ein bisschen leichter, das Schwert. Das macht es halt einfach nur schwerer, aber verbessert nichts. Dann ist das das Bruderschwert. So. Dann das die Mitgift, nennen wir sie. Und das letzte ist Herzensgeschenk. So. Und wir haben sogar noch ein Level bekommen dafür. Nein. Also sie hat ja eins. Ah ne, sie braucht ja gar keins. Haha. Unser Bruder bekommt das Ding hier. Sie bekommt das Herzensgeschenk. Aber jetzt können wir mal gucken. Gut. Das andere ist einfach schneller. Ja gut, das andere ist einfach besser. Alles gut. Trade. Mitgift geben wir hier ab. Und das Rumphalia, das soll er hier bekommen. Ich denke, das sollte so passen. Wir müssen ein paar Looter mal kloppen jetzt demnächst.
Apropos Looter kloppen, wie sieht's denn hier aus? Ich gehe mal stärker auf Two-Handed. Achso. Und wir können jetzt hier auf... Boah, was wollen wir denn üben? Ich würde mal auf Vigor gehen. Damit wir auch mal ein bisschen... besser werden im Kampf. Okay. Das haben wir. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil sie ist 2. Sie kommt auch in 1. 1. Sie kommt in 2. Weil sie einen Bogen hat. Und hier haben wir noch einen Imperial Archer. Imperial Trained Archer jetzt. Sehr schön. Wie viele Leute können wir jetzt mitnehmen? Noch immer 29. Hier, Partys. Ich bin, glaube ich, der beste Surgeon, oder? Na, guck mal hier. Martha kann so gut wie gar nichts. Corrine ist ein guter Quartermaster. Er kann auch nichts. Sie ist ein guter Surgeon. Sie ist... Was kann ich? Ich kann Scouten und Engineering. Dann mache ich Engineering und sie ist Scout. So. Damit lernt jeder was von uns. So, dann speichern wir. Und jetzt kloppen wir mal wieder ein paar kleine Leute weg. Weil wir sind verheiratet, unser Bruder ist verheiratet. Also das ist schon mal ganz nice. Und jetzt heißt es einfach mal ein bisschen Experience sammeln. Bevor wir uns irgendwo anschließen. Und am besten Looter hauen. Das ist das Einfachste. Attack! Da sind wir. Okay. Warriors! Stay close! Arrows! Infantry! Eine. Move! Infantry! On me! Archer, move out! Soli. Am besten wäre es, wenn wir hier hochgehen. Get moving! Onwards! Forward! Seid ihr bei mir? Ja, meine Güte, was da alles fliegt. Holt sie euch! Ne, leider nicht getroffen. Ja, schön! Und da hat Besak gleich Level abbekommen. Sehr schön. Und wir leveln immer mehr auf. Gut, ich nehme Hammer und sowas mit vielleicht. Butter, Oliven, Pickaxes, aber mehr eigentlich auch nicht. Ich glaube, so ein paar Kriege würden uns eigentlich mittlerweile ganz gut zu Gesicht stehen. Glaube ich. Guck mal, hier sind Looters. Hallo. Herdeneffekt ist ganz easy. Oh, das wäre jetzt spannend, gegen die mal zu kämpfen. Mit dem Schild oben geht's ab. Wir sind flott unterwegs, würde ich sagen. Hey, hey. Bleibt mal hier. Hammer euch. Attack. Deswegen sind wir hier. Footman, hear me! Move! Okay. So. Soldiers! Follow me! Ihr folgt mir. Archers, get moving! Und ihr... Spread out! Move in! Move out! Wir holen uns die. Dafür sind wir da. Oha. Oh ja, die marschieren da rein in unsere Leute.
Danke. Alter, was? Okay. Da ist er weg. Und jetzt greifen wir an. Und los geht's. Vor, vor, vor. What the fuck? Was ist mit dem passiert? Sie fliehen. Ich habe 4 Tote. 2 Clan Warrior, ein Freebooter und ein Archer. What the hell? Wo sind meine Verletzten? Alter. Na gut, aber den haben wir auch wehgetan jetzt. Okay. Sturgische Leute könnten auch dazukommen. So, ein Trained Infantryman. Guckt euch das mal an. So. Ja, das ist natürlich dramatisch, wenn man ein bisschen was verliert im Kampf. Aber es ist halt eben ganz normal. Schwund ist immer nicht. Wer ist hier? Oh, yeah. Ein Clan Warrior nehmen wir mit. Woodrunner nicht. Ja, komm, wir nehmen noch die Britannian Heroes mit. Highborn Warriors. Also so machen wir das richtig. So, weil jetzt haben wir nämlich hier noch einen Volunteer. Der kommt dann hier hin. Dann haben wir hier nicht so viele Bogenschützen, aber wir haben viele Clan Warriors, die sich jetzt auch aufbessern müssen in den nächsten Malen. Sonst haben wir ein kleines Problemchen im Kampf. So. Surrender, die. Und das Wichtige ist halt, dass unsere Leute jetzt nach und nach sich aufbessern. Wir sorgen dafür, dass es passt. So. Kann es gehen? Danke. Infantry! Stay close! Okay. Form a wall! Und Feuer frei. Und Angriff! Die fliehen! Die Angsthasen. Sehr schön. Ja, gerade die Fiends, die sind ja abnormal zum Teil, wie die hier mit den Leuten umgehen dann. Hier Clan Warriors. Hier Fiend Champion. 3 Stück. Junge. Da werden Leute weggehauen. Ich sag's auch hier gut. Ich glaube, wir sollten zu unserem Schwiegervater und uns mit ihm anfreunden und unser Schwert darbieten. Kaladok. In Golarin. In Veron. Ah, es ist da hinten. Ist er im Krieg? So, wir gehen hier rein. Das Mangos. Sehr schön. Wir haben 55 Leute. Mit 55 Leuten können wir schon einen guten Kampf machen. Da ist er doch. Kaladok, warte auf uns. Wir suchen dich. Schon ewig. I would like to enter your service. Yes, my sword is yours for the right son. King is not at war, for we... Family, I was adopted by... Okay, good. There's only Britannian ponies because we know you use them. Okay, Britannian ponies.
The nurse should cover it by yourself. You'll need courage to bring the horse up. Okay. Okay. Du kriegst 4 Britannian Ponys. Das habe ich richtig verstanden, ne? Jo. Müssen wir zu unserem Kollegen bringen. Schwiegervater. Nein, nicht Recruit Troops. Das ist zwar auch ganz nett, aber... Haben die denn Britannian Pony? Ein Britannian Pony. Ein Britannian Pony. Das gibt's ja gar nicht. Viel zu wenig. Na gut. Kriegen wir aber noch hin. Wir haben ja hier noch Carbanzev. One Britannian Pony. Ba-ba-ba-da-da. Sehr schön. Wo ist Kaladok nur? In Maronat. Wo soll er denn sonst sein? Wo soll er denn sonst sein? Sehr schön. Dann bringen wir ihm noch die Pferde. Dann hat er schon mal Pferdchen. Da freut er sich drüber. Und beim nächsten Krieg... Sensionon, okay. Und beim nächsten Krieg... werden wir ihm dann... Da ist er ja. Zur Seite stehen. Warte! Ja, the horses. Yo. Oh ja, die geliebte Musik. Service. I would pledge alliance to you. Okay. Tier 2. Okay, also er braucht uns noch nicht. Wir sind auch nicht Tier 2. Wir sind kurz davor, ist ja nicht mehr so viel, 150. Ja, das passt schon. Das ist ja fast wieder. Und dann, ja. Werden wir uns als Alliierter anschließen. Also ihm uns als Alliierter anschließen. Im Moment sind wir halt nur so ein kleiner Pökes. Unserer Kollegin hier. Das sind wir noch am. Aber. Das, bis wir die Person gefunden haben. I'm off on who are you? You have a problem. A round of Bacalo 2. Okay. Okay, I go to the tavern, win it back the same. Well, I could try to buy it from him, but I'm sure... Okay. Also müssen wir jetzt spielen gehen. In and out. In Seonon. Okay. Er hat wohl... Ein bisschen betrunkene Sachen gemacht. Wizard the Tarvain. Aena the Swift. Diese Musik ist einfach so cool. Wie ist der Dude nochmal? Lüt. Der braucht... Den muss ich... While playing games at the end, he wants... The Game Host, okay. Wenn's nur er ist. Greetings, Traveler. Was? Sit. Müssen wir wohl gegen ihn spielen, hä? Huh? You want a deed of land associate here. Also have some trouble, I just paid them that amount. Okay. Einfacher. Viel, viel einfacher. Gut, das ging ja schnell. Damit haben wir uns schon wieder unsterblich gemacht hier. Ich würde so gerne hier in Krieg gehen, aber... Naja. Ich würde gerne etwas für die Herrscher hier machen. Damit, wenn dann irgendwie mal Orte
an uns gehen sollten können hätten, dass wir dann natürlich viel Zuspruch bekommen, ne? Oh, Melidir, da unten, Melidir. Kaladoks Army. Kann ich ihm jetzt meine... Okay, we are glad to take father's will. You see glory if you fight for us. See whenever you defeat a party or an enemy or for any other significant deed. Okay, alright, I accept. You can count on me. This is a simple contract. On behalf of the High Kingdom of the Britannians, I welcome you. May you put your sword to good use against our enemies. You can count on me. As of now, your enemies are my enemies. Okay, und jetzt können wir ihm dieses Banner geben, endlich. Well, now, I have heard rumors that you obtained this great artifact. Will be a powerful tool in our hands. People will believe that heavens have transformed dominion over Karelia for the Empire to us. One of the most... I have seen that. I'm very grateful. Okay, wir haben kein eigenes Kingdom etabliert. Aber wir sind Teil dieses Kingdoms. Als Ragdar. Und... Your own settlement was. Okay. Jetzt sind wir... Warte, Veron. Bogula, okay. Wir sind jetzt also... Teil oder sind wir nur hier quasi... Wir sind, glaube ich, richtig anerkannt, ne? Als Clan. Also wir können es auch immer wieder verlassen, das ist ja nicht das Problem. Wir haben Krieg gegen Western Empire. Ich marschiere mit. Join Army, perfekt. Mal schauen, wohin es uns ziehen wird. Das wird natürlich sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt Teil der Batania. Die Batania, die wir so gehasst haben in der letzten Aufnahmesession. Also in der letzten Season. Die... Mit denen haben wir uns jetzt verbündet. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.